Scheinbares Erwachen in den scheinbaren Traum der Getrenntheit. Da wacht was auf. Und dann bin es ich. Hier in einem einzigartigen Körper. Einzigartige Erscheinungsform. Natürlich gibt es andere Körper, die ähnlich aussehen. An einem einzigartigen Ort, zu einer einzigartigen Zeit. Ich weiß zwar nicht, über was ich rede, aber ich rede trotzdem darüber. Also da wachst du also auf in einem Körper mit einem als Geist, als Bewusstsein oder wie auch immer, nimmst dich selber wahr als eine phänomenale Einheit mit so etwas wie deinem Leben, deiner Geschichte, mein Leben, meine Geschichte. Wo mein ist, sind natürlich ist auch dein, sind die anderen. Wo ich bin, ist noch etwas mehr, oder? Nur wenn das Ich natürlich mit Gedanken behaftet ist. Wenn das Ich nicht mit Gedanken behaftet ist, dann gibt es keine Trennung zwischen Ich und Nicht-Ich. Aber wo das Ich anfängt zu sagen, ich bin wer, ich bin die, ich bin der, ich bin das, ist schon die Erfahrung von Trennung erlebbar. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da ist ja irgendwo im Hintergrund lauert dann diese Sehnsucht, wieder alles sein zu wollen, unbegrenzt oder noch größer, noch weiter, noch mehr sein zu wollen. So, in der menschlichen Form sind so viele Programme schon am Laufen. Wie sichere ich mich existenziell ab? Wie verdiene ich genug Geld, genug Nahrung, Wohlstand und Unterhosen zu haben? Unterhosen sind jetzt nicht so wichtig unbedingt, aber sie sind schon eine kulturelle Norm, wo ich sagen würde, jeder will wohl seine Unterhose haben. Zumindest meistens, außer wenn du FKKler bist, dann müsstest du sie oft natürlich ablegen. Aber jetzt schweife ich wieder ab. Ich schweife ab in das Unbekannte, was jenseits der Person ist. Nee, also jetzt die Erfahrung, um Mensch zu sein, sich als eine Einheit zu erleben, Trennung zu erfahren. Oh, 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 schlimm, schlimm, schlimm. Dann will man immer arrangieren, wie man glücklich ist, weil in dem Moment, in dem ich glücklich bin, erlebe ich die Trennung nicht so schlimm. Also glücklich sein heißt also eigentlich sich nicht getrennt fühlen, sich nicht begrenzt fühlen, keinen Mangel zu erleben. Heute früh zum Beispiel aufgewacht. All war noch alles gut und dann kamen die Gedanken rein so und dann die ganze Aufmerksamkeit in die Gedanken rein und dann ging es um irgendwie, was übermorgen sein wird und dann kamen Ängste, dass ich das nicht schaffen werde, dass es nicht so gut ist und dann war es schon beknackt irgendwie. Tja, was soll man ja machen? Kann man es einfach nur sich schlecht gehen lassen. Und dann, wenn dieser Dunst der Gedanken wieder sich verzieht und du merkst, ja, ich liege ja nur im Bett hier und so, hier fühlt sich der Körper an und du mal, ich mal den Körper hier wieder so wahrnehme, ja, was ist denn das für ein seltsames Instrument hier?
macht ja Sachen, funktionieren, ohne dass ich im oberflächlichen Bewusstsein heraus Kontrolle drüber hätte. Die Leber lebert, die Lunge lungt, atmet, das Herz schlägt, der Verdauung verdaut und so weiter. Die Augen zwinkern, die Sinne funktionieren. Wahnsinn. Aber was ist denn da wach geworden in der Früh? Ist da überhaupt etwas erwacht im Erwachen? Ist da eine Person erwacht, die dann sagen kann, hallo, ich bin der Alblöd-Ziozinstrium, ich bin im Hubble-Zipf-Stall geboren worden, wie der Stern am Himmel stand, haben sie meinen Namen gerufen und schon war ich wer. Und seitdem existiere ich. Doch mit den Jahren gehe ich. Jetzt, wo ich schon 99 Jahre bin, gehe ich auf den Tod hinzu. Dann wird es mich nicht mehr geben, in dieser Form zumindest. Dann wird wieder ein neuer Stern am Himmel stehen und sie werden mir den Namen Rickman L. Isbach geben. Dann werde ich wieder 7000 Jahre glücklich oder unglücklich, froh oder unfröhlich, die Zeit verbringen, totschlagen mit meinem Zeittotschläger, bis ich wieder sterben werde. Dann steht wieder eine neue Geburt an. Und so lange wird es wohl auf diesem Planeten weitergehen, bis natürlich sich es nicht mehr geht. Dann werden alle Menschen ausgerottet sein. Und sie werden ins Weltall geflogen sein und dann sterben im Weltall. Tot im Weltall. Sie werden tot im Weltall schweben, nur noch als Kadaver. Zu Staub zerfallen. Staub zu Staub. Und Asche kann man auch verwenden, um Geschirr abzuspülen. Weil basisches mit Wasser spülst du die Teller und Asche ab. Das ist gut. Es sind nicht zu viele Tenside drin, die möglicherweise eine andere Auswirkung auf das Wasser in der Kläranlage haben. Ja. Also, das Beste ist, wenn ich mich über mich selbst lustig mache und mich nicht mehr ernst nehme, weil dann bin ich glücklich und wenn ich glücklich bin, fühle ich mich nicht mehr begrenzt. Also ich will mich einfach nur nicht begrenzt fühlen, okay? Also, wer fühlt sich jetzt begrenzt? Ist da wer, der sich begrenzt fühlen könnte? Ist da wer, der nicht glücklich sein kann? Wer ist wer und wer will überhaupt wissen, ob wer wer ist? War da jemals irgendjemand? Wird jemals überhaupt irgendjemand jemals sein? Mehr als nur ein Gedanke, der aufblitzt in einem Bewusstsein, das ich selbst nicht erkennen kann. Denn sobald es sich selbst sucht, sucht es in der verkehrten Richtung und entfernt sich von sich selbst. Weil das Bewusstsein kann sich selbst nicht finden, da es sich selbst nie verlieren kann. Es kann sich nicht von sich trennen, weil es nur Bewusstsein gibt. Alles nur Bewusstsein. Da ist kein zweites Bewusstsein, wo das erste Bewusstsein hingehen könnte, um sich dann im zweiten Bewusstsein zu erkennen. Oder vielleicht doch, wer weiß es? Das Bewusstsein selbst. Bewusstsein, weißt du es? Ja, ich weiß es, dass ich das absolute Bewusstsein bin, in dem absolut alles auftaucht. Aber was ist da mit dem, was du nicht sehen kannst? Ja, du kannst doch sagen, hier, dieser Körper ist nur ein Schlüssel. Du, einem kleinen Bereich, in dem das Bewusstsein wahrnimmt. Wenn du jetzt hier eine Ameise am Boden aufgreifen würdest und dich in ihren Körper hineinversetzt, dann würde sie sensorisch
ein ganz anderes Spektrum abgedeckt werden von dem, was das Bewusstsein durch die Ameise wahrnimmt. Und hier durch mich, den kleinen Menschen. Was nimmt das Bewusstsein wahr? Es nimmt wahr, dass es mit sich selbst versucht zu sprechen. Es versucht mit sich selbst Kontakt aufzunehmen, mit sich in ein, sich selbst in ein Gespräch zu verwickeln, indem es sich selbst bewusst wird oder sich auch vielleicht vergisst in dem Moment, in dem es merkt, dass es sich von überhaupt nichts bewusst ist, dieses Bewusstsein. Was von was? Das Bewusstsein, dass ich nicht bewusst bin, nicht mal sich selbst. Nein, das stimmt. Das stimmt alles nicht. Das sind alles nur Aussagen, die keine Bedeutung erlangen. Weil sie keine Bedeutung haben. Sie können nur auf etwas hinweisen, was überhaupt nicht bedarf, auf sich hingewiesen zu werden. Boah, und das für ein Satz hier. Jo, la la la. La la la. La la la. Die sagten sie, mach doch, was du willst. Mach doch einfach, was du willst. Aber weißt du überhaupt, was du willst? Und wenn nicht, dann mach halt das. Mach halt nicht, was du willst. Mach auch nicht. Also, wenn's drückt und zwickt, dann zwickt's und drückt's. Und dann, wenn's richtig weh tut, dann tut's auch richtig weh. Und dann bleibt's nicht. Es bleibt nicht. Also alles, was wahrgenommen werden kann, alles, was im Bewusstsein bewusst wahrgenommen werden kann, bleibt nicht. Es ist eine ständige Veränderung von Sensationen. Ja, dem einen Gefühl folgt das andere, dem anderen. Schau, nur der Kopf muss hier gehen. Schon sieht er was anderes. Dorthin, schon was anderes. Dort hinten wieder. Also vorne. Also, es gibt keinen Stillstand. Man kann dich auf nichts verlassen, nur darauf, dass du dich auf nichts verlassen kannst. Und das ist doch schon mal etwas, was natürlich wieder nichts ist. Ja. So. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ja, ich weiß nicht mehr, um was es geht. Ich wollte doch nur mit mir selbst sprechen. Über das scheinbare Erwachen, den scheinbaren Traum der Getrenntheit. Und ich sage ganz deutlich scheinbar, weil ich ja gar nicht weiß, ob da überhaupt irgendetwas erwacht ist und oder ob die Trennung überhaupt Wirklichkeit ist. Sie wird ja nur für einen Moment in einer Intensität wahrgenommen. Doch ohne Gedanken in so ist alles gleichzeitig da und nicht, da gibt es keine Trennung mehr zwischen dem, der wahrnimmt und dem, was wahrgenommen wird und so weiter. Bla bla bla, bla bla bla. So, da, dann heißt es einfach so, die Akzeptanz ist da, um die Trennung und das Unwohlsein, das Unbehagen genauso zu erleben wie die Einheit und das Wohlgefühl. Diese Akzeptanz kommt nicht von mir, aber sie ist wahrscheinlich das, was ich bin, was nicht verschwindet, aber was auch nie da ist.